Das ist wohl vorerst der letzte Lokomorzug, der durch Kassel rauscht. Erst im Dezember ist das Unternehmen mit großen Ambitionen gestartet. Jetzt schon das Aus. Es ist wirklich schade, weil Lokomor hatte halt wirklich sehr günstige Preise, hat sehr viel Komfort im Gegenzug der Deutschen Bahn geboten, waren mit den Preisen immer unter der Deutschen Bahn. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit diesem Charme von den Fahrzeugen her an sich auch selber mitzufahren. Die Mitarbeiter sind alle mega nett und es war immer pünktlich und immer zuverlässig. Also ich hatte echt einen guten Eindruck, deswegen ist es umso schaderer. Von Lokomor gibt's bisher keine Stellungnahme. Auf der Internetseite nur so viel. Sowohl die Anzahl der Fahrgäste als auch die Einnahmen pro Fahrgast sind zwar kontinuierlich angestiegen, aber nicht schnell genug, um vollständig kostendeckend zu arbeiten. Unsere finanziellen Reserven sind nunmehr aufgebraucht, sodass wir uns zu diesem Schritt gezwungen sahen. Eine Konkurrenz zur Deutschen Bahn wollte das Unternehmen sein. Von Stuttgart über Darmstadt, Frankfurt, Hanau, Fulda, Kassel bis nach Berlin. Einmal am Tag hin und zurück. Doch die Pleite des Bahn-Startups zeigt, Konkurrenten der Deutschen Bahn haben keine Chance. Allein die Trassengebühren sollen Lokomor rund 6.000 Euro pro Tag gekostet haben. Im Fernverkehr schlägt sich jetzt nur noch der Hamburg-Köln-Express mehr schlecht als recht durch. Doch woran liegt das? Das Geld fehlt, der lange Atem. Man braucht langen Atem dafür und muss eventuell auch mal 1, 2, 3 Jahre durchhalten. Nur mit Studenten und mit älteren Herrschaften, die vielleicht die Zeit haben, wochenlang vorher zu buchen und diese Geschichten. Damit kommt man offenbar nicht zu Potte. Auch nicht mit den alten Waggons, die da fahren. Im Nahverkehr sieht es anders aus. In Hessen rauscht beispielsweise Vias durch Odenwald und Rheingau. In Nord- und Osthessen ist die Cantus unterwegs. Und ein großes Streckennetz hat die Hessische Landesbahn. Im Nahverkehr bekommen alle Anbieter, die einen Zuschlag für eine Strecke oder für ein Netz bekommen haben, automatisch Geld vom Bund oder weitergereicht durch die Länder, die sogenannten Regionalisierungsmittel. Das heißt, wer da antritt, der hat auf jeden Fall erst schon mal das Geld quasi im Säckel. Und wenn er dann gut fährt, kann er sich vielleicht was dazu verdienen. Aber es ist ein subventionierter Bereich, der läuft schon mal. Und da ist die Spanne zwischen Fahren und wirklich Geld verdienen, die ist lange nicht so hoch. Die Trassen werden im Nahverkehr ausgeschrieben. Wer das attraktivste Angebot macht, der kriegt den Zuschlag. Und die Subventionen. Die gibt's im Fernverkehr eben nicht. Deshalb ist und bleibt die Deutsche Bahn hier wohl weiter Monopolist. Ja, das hört sich an, als sei dagegen kein Kraut gewachsen bzw. kein Zug gefahren. Lukas Iflender ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Guten Abend, Herr Iflender. Guten Abend. Herr Iflender, warum ist es so schwer, gegen die Bahn Land zu gewinnen? Die Bahn hat einen großen Vorteil, sie hat eine existierende Vertriebsplattform. Das heißt, wer einen Zug bucht, geht über bahn.de. rein. Die Bahn hat schon Züge, die fahren im Stundentakt auf den meisten Relationen. Das heißt, jemand, der flexibel sein muss, der muss die Bahn nehmen, weil ein einzelner Lokomorzug am Tag pro Richtung, der hilft da auch nicht wirklich. Aber es scheint ja auch ein Fehler im System zu sein, weil das Problem hat ja nicht nur Lokomor, das haben ja auch andere gehabt. Genau, also es ist relativ teuer, in Deutschland überhaupt Fernverkehr zu produzieren. Nehmen wir nur mal die Sparte von Lokomor und HKX, also günstige Züge mit älteren Waggons, dann hat man immer noch extrem hohe Trassengebühren. Die liegen in Deutschland zwischen 4 und über 11 Euro pro Kilometer. Also man kann sich das als Maut für die Schiene vorstellen. Und damit bei etwa 1,15 Euro müssten sie liegen, wenn man das Ganze einfach wirklich den Kosten, die der genaue Zug verursacht, anpasst. Das ist zum Beispiel in Tschechien der Fall, wo wir deutlich mehr Wettbewerber im Fernverkehr haben. Und alle, die Bahn fahren, hätten ja was davon, von diesem echten Wettbewerb. Nur der Bund scheint den überhaupt nicht zu wollen. Ja, der Bund sieht die Deutsche Bahn teilweise auch als Machtinstrument. Wenn man sich sieht, die ganzen Aufkäufe im Ausland, die tragen sich ja auch nur beschränkt, aber man hat natürlich dann einen Fuß drin. Es gibt von Toni Hofreiter die schöne Aussage, bei der Bahn hat erstmal die Kanzlerin das Sagen, dann der Finanzminister, dann kommt lange nichts und erst dann hat das Verkehrsministerium was zu melden. Also müsste man ran an die heilige Kuh, die Trassengebühren, nur wer muss das durchsetzen? Das muss effektiv der Bund durchsetzen, weil er die Deutsche Bahn finanziert. Beim Güterverkehr hat man inzwischen realisiert, dass das Trassensystem, das wir im Moment haben, Mist ist. Allerdings dauert es da auch frühestens bis zur nächsten Legislaturperiode, bis sich was ändert. Beim Personenverkehr müssen wir dann auch deutlich dicke Bretter bohren. Und könnte dann solche Ideen wie Lokomor funktionieren?
Ja, weil man dann eben, Sie haben gerade einen Beitrag schon angesprochen, mehrere tausend Euro am Tag, wenn das natürlich dann plötzlich nur noch ein paar hundert am Tag sind, kann man den Zug natürlich deutlich einfacher und günstiger anbieten.